Hallo und willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Beim letzten Mal war es ja leider so, dass mir die Aufnahme abgeschmiert ist. Und es tut mir so unglaublich leid, weil abgesehen davon, dass ich das ganze Herausforderungsgrab gemacht habe, habe ich es auch noch richtig gut gemacht. Aber ist ja klar, dass das dann halt schief geht. Wir sind jetzt hier außerhalb des Herausforderungsgrabes. Da drin habe ich alles schön brav unter Wasser gesetzt. Und ja, ich ärgere mich total. Ich ärgere mich wirklich total. Aber ich habe jetzt hier so ein Äugelchen rüber auf den zweiten Bildschirm und sehe das dann. Also es ist doch besser, wenn man das über zwei Bildschirme laufen lässt. Das funktioniert immer ganz gut. Ich war jetzt halt eine relativ lange Zeit, habe ich jetzt nicht gespielt. Deswegen bin ich so ein bisschen raus aus dem Ganzen. Und weiß auch leider nicht mehr, wie ich hier rauskomme. Scheiße. Ja gut, wir kriegen es schon irgendwie raus. Die Lara ist ja fit, ne? Die kann das, die kriegt das hin. Wir kriegen das hin. Ich weiß nur wirklich nicht, wo es rausgeht. Ausgang? Scheint keinen Ausgang zu geben. Was? Sie gibt mir jetzt Tipps, glaube ich, wie ich dieses Grab fertig kriege. Aber ich habe es ja eigentlich fertig. Aber vielleicht komme ich hier irgendwo raus. Gucken wir mal. So, ja, also es hat mich echt so geärgert. Da läuft alles schön, wir haben alles eingesammelt. Also das war großartig, aber ja. Man kann nicht immer Glück haben. Aber hier ist auch nichts mehr unter Wasser. Okay, da ist Zeug, was ich... Ah ne, das sind diese Kanister, okay. Ja, wie komme ich denn jetzt hier raus? Es fängt natürlich dann wieder so an, dass ich total komplett versage und den Ausgang nicht mehr finde, ne? Vorher voll das geile Spiel gerockt und alles hat mega geklappt. Und dann klappt es nachher nicht mehr. Naja, wir haben was gefunden. Karte aktualisiert. Ja, sehr schön. Und Geld haben wir auch bekommen. Cool. Okay. Vielleicht finden wir hier irgendwo einen Ausgang. Das wäre schon toll. So, und was haben wir hier? Mein Schatz, ich hätte längst schreiben sollen, aber ich hatte so viel Arbeit. Wenn du kommst, wirst du ein Heim haben, mit allem Komfort, den wir aufgeben mussten. Eine große Aufgabe liegt vor uns, den Bau einer Frischwasserleitung zu unserem Volk zu planen und beaufsichtigen. Aber all meine Mühe wird sich gelohnt haben, wenn ich dich und die Kinder wiedersehe. Wir werden hier eine neue Welt erschaffen, die alles bietet, was du aufgegeben hast, um mir zu folgen. Es wird nicht umsonst gewesen sein, solange du und ich zusammen sind. Oh, wie süß. So. Wir lernen wieder etwas Griechisch, glaube ich. Ich weiß jetzt, habe ich nicht geachtet, welche Sprache das war. Okay. Hilfe, ich will hier raus. Wahrscheinlich war ich schon auf dem richtigen Weg und hab's mir wieder verbraten. Ich kenne mich. So. Ja, ja, hier war ich schon überall. Na gut, dann hoffe ich mal, dass es hier irgendwo rausgeht. Das wäre schon schön. Hilfe! Tomb Raider. Mhm. Locked in the Tomb Raider, würde ich eher sagen. Dann gehe ich doch nochmal zurück, wo ich die Folge hier angefangen habe. Zumindest hat es sich ein bisschen gelohnt, zurückzugehen. Einfach von der Tatsache her, dass wir doch noch ein bisschen was gefunden haben. Das ist schön. Und dann wird es sicherlich irgendwie funktionieren. So. Wo war denn das nochmal? Da, wo die Fackel brennt, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Ach, ist das alles schwierig. Ja, da unten war ich überall und keiner hat's gesehen. Gibt keine Zeugen dafür, wie geil ich... Ich war echt gut, also es ist jetzt nicht nur so gesagt. Ach Gott, scheiße. Naja, muss ich mit leben. So. Ich gehe mal davon aus, es kann eigentlich nur hier wieder rausgehen.
Und dann schauen wir mal. So. Hoffen wir mal das Beste. Vielleicht gibt es hier irgendwo noch... Moment, hier liegen Pfeile. Ach, kann ich dich aufheben? Okay. So. Vielleicht gibt es hier irgendwo noch einen Geheimgang. Oder ich muss irgendwo... Ach, hier ist weiß angemalt. Ich Blödi. Ja, das hätte ich vorher sehen können. Aber gut, wir haben was gesammelt. So. Perfekt. Juhu. Wir sind fast draußen. Bitte, bitte. So, das Herausforderungsgrab, das lag mir halt jetzt noch auf dem Herzen. Oder am Herzen. Ups. Ich sollte gucken, wo ich hingehe. Komme ich hier bitte wieder raus? Ah ja, okay. Jetzt bin ich aber wieder hier unten. Also ich bin falsch. Oh. Das ist mir eben gar nicht aufgefallen. Alles Absicht. Warum kriegen wir jetzt die Musik? Okay. So. Also es war offenbar falsch, dass ich da runtergefallen bin. Und die Musik hat jetzt gerade so ein bisschen einen bedrohlichen Klang angenommen. Das gefällt mir nicht so. Oder sie hat sich aufgehangen, eins von beiden. So, hier war falsch, ne? Ja, genau. Ah, oh, perfekt. Ich weiß wirklich gar nicht mehr so hundertprozentig, wie die Steuerung ging. Ich muss mal gleich mich noch so ein bisschen... Das war Schießen, okay. Komme ich hier einfach runter? Ja. So, hier sind wir übrigens reingegangen. Und hier geht's jetzt wieder raus. Schön. Ah. Wenn ich schon keinen Orientierungssinn habe, dann wenigstens... Und die Musik hört auf. Ja, wir sind wieder zurück und wir sind offenbar in Sicherheit. Ich weiß es nicht. Mal gerade gucken. Da ist noch was. Voll. Na gut. Okay, ansonsten sieht es hier soweit geplündert aus. Dann hauen wir wieder ab. Ne, da hoch sollst du. Tut sie nicht. Dann gehen wir hier lang. Und ab nach oben. So, und dann folgen wir, glaube ich, dem Weg ins Ziel. Weil das war jetzt echt so das, was wir machen wollten. So. Okay, wir müssen da hoch. Dann tun wir das mal. Okay. Nee, ich wollte eigentlich aufs Dach. Schade, okay. Hatte die Hoffnung, das geht. Gucken wir mal hier. Vielleicht können wir uns dann rüberschwingen. Ich schätze mal, dass wir irgendwie aufs Dach müssen. Fehlende Ausrüstung. Seilpfeile. Okay, aber die Kiste können wir nehmen. Ein kleines, komplexes Aufziehspielzeug, gefertigt aus Metallteilen und Überbleibseln aus dem Gulag. Es muss lange gedauert haben, die Teile zu sammeln. Können es auch wieder drehen. Und uns das angucken. Ein Aufziehspielzeug. Okay.
So. Aber den können wir. Genau. Ha, da kommen wir jetzt aber nicht hoch. Das was. Was hat das mit der Flagge auf sich? Ich glaube, da war ich schon, aber ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Fehlende Ausrüstung, Kampfmesser. Schatti, dann. Ach Mist, es war ein bisschen zu. Ich habe ihr mehr zugetraut. Okay. Dann geht's mal hier an der Seite weiter. Ist jetzt schade, weil ich wirklich nicht mehr weiß, was ich alles gemacht habe. Aber wir machen jetzt das Beste draus. Und schauen, wie es weitergeht. So. Die sind wir, glaube ich, haben wir auch voll, genau. Sie sind in der. Finden Sie das nahegelegene Grab? Das hatten wir ja gefunden. Hier ging es nicht weiter, weil wir da noch nicht die volle Ausrüstung zu hatten. Geht es jetzt hier auch nicht weiter? Ah, doch, da ist die Wand. Okay. Oh, ich habe vergessen. Muss ja Viereck drücken. Was? Na komm schon, das schaffst du doch. Okay. Gut. Feuerchen, da waren wir also offenbar schon. Da ist ein Nest. Jetzt springt sie übers Nest drüber. Mift. So, komm schon. Hallo. Ach. Ach, weißt du was? Scheiß drauf. So. Wir kommen dem Ziel offenbar näher. Das ist gut. Okay. Okay. Was war das gerade? Ist doch gerade geleuchtet. Okay. Hm. Komisch. So. Bin mal gespannt, was uns erwartet. So sind wir halt ein bisschen schneller. Ich weiß, das finden manche wahrscheinlich ein bisschen doof, aber wir sind ein bisschen fixer unterwegs. Wind wird stärker. Uns wird immer kälter. Okay. Aber wir ziehen eiskalt durch. Passend zur Umgebung. Unerwartete Deckung. Nutzen Sie die Kommunikationskabel als Seilrutsche in die Gefängnisanlage. Diese Inschrift scheint auf etwas in der Nähe zu deuten. Sehen, ob ich mit meinem mäßigen Russisch hier was erkennen kann, aber. Nee, leider nicht. Ist zu klein. Okay, wir müssen da hinten rüber. Was ist. Okay. Das ist schlecht. Das sowjetische Arbeitslager. Trinity hat es komplett übernommen. Nein, ich will dahin. Hab sie, da ist sie. Fuck. Unter Beschuss. Ja. Bin schon dabei. Rücke vor. Okay, ich stell um auf die andere Waffe. Wo schießt der? Wo? Oh, er steht genau vor mir. Das war jetzt nicht geplant, aber das habe ich auch ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das passiert. Okay, haben wir alle umgebracht?
stell mal wieder um auf den Bogen. Der ist mir momentan so ein bisschen lieber. So, okay. Keine Fähigkeitspunkte und keine Upgrades. Einfach mal gucken. 1 von 3, 1 von 1, 1 von 4. Ja, wir müssen hier definitiv nochmal zurückkommen. Uns fehlen unglaublich viele Fähigkeiten noch. Wir machen jetzt erstmal mit der Story weiter, bis wir uns nach und nach genug Fähigkeiten erarbeitet haben, um nochmal hierhin zurückzukommen und das Ganze nochmal zu machen. Hui. Es hat jetzt vibriert, als ich da drüber gelaufen bin. Sonst hätte ich das gar nicht gemerkt. So. Okay, hier haben wir noch was. Okay, wir machen halt einfach gerne Sachen kaputt, offenbar. Vorratsschuppen. Nutzen Sie byzantinische Münzen, um den Ausrüstungstechniker von Trinity Objekte abzukaufen. Gehen Sie auf Objekte zu und halten Sie Viereck gedrückt, um zu kaufen. Kehren Sie jederzeit zum Schuppen zurück, um Objekte zu kaufen. Okay. Also, wir sind Freunde, ja? Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Diese Leute sind verrückt. Ich habe Ausrüstung gelagert. Sie gehört dir, wenn du zahlen kannst. Ein paar fehlende Dinge fallen dir nicht auf, aber wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben einen Deal? Mal sehen, was ich auftreiben kann. Der Schalldämpfer wird mich interessieren. Aber ich würde ganz gern sparen, um halt ein paar bessere Waffen zu bekommen. Uns fehlt halt relativ viel Gold, weil wir ja auch vieles noch nicht machen können. Von daher überlege ich tatsächlich, ob wir einfach sparen. Was liegt denn da drauf? Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn. Sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Im Ernst, er ist für die Sicherheit zuständig und lässt dann ein Diktiergerät mit dieser Nachricht rumliegen? Naja! Den hätte ich nicht eingestellt. So. Wo ist das? Ach, das ist sogar schon das Ziel. Ja, aber ich möchte eigentlich mich noch da hinten ein bisschen umgucken. So, hier würde ich gern mich nochmal... Okay, fehlende Ausrüstung. Finden wir hier noch irgendwas, was wir gebrauchen können? Wenn ich schon da runtergesprungen bin, dann bitte nicht umsonst. Aber doch offenbar umsonst. Na gut. Damit muss ich leben. Dann gehen wir halt hoch und gehen weiter ins Ziel. So. Ja, es ist natürlich... es sind so ein paar Sachen dabei. Das hier wird mich zum Beispiel interessieren, aber es ist echt scheiße teuer. Und natürlich finde ich die Waffen auch ziemlich cool. Obwohl ich kein Fan von beiden Waffen bin, wirklich. Also Schrotflinte ist mir in diesem Spiel einfach zu laut. Und ein Fan von der MP bin ich sowieso nicht, weil die mir zu unpräzise sind. Aber, oder von der MG, wegen mir. Aber gut. Wir schauen mal. Wir werden noch mehr Gold sammeln und wir werden wahrscheinlich früher oder später alles freischalten. Können, dürfen, sollen, müssen. Okay, warum habe ich ein schlechtes Gefühl? Trinity macht sich langsam Sorgen. Wir hatten Probleme mit den Einheimischen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir einschreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey!
Okay, hoch. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, der Typ erinnert mich an irgendeinen Schauspieler und ich krieg's überhaupt nicht eingeordnet, wer